Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf diesem Kanal. Es handelt sich, wie man unschwer erkennen kann, um das gute alte Left 4 Dead. Und Gott sei Dank seht ihr das bei mir nicht. Und wie man unten links erkennen kann, spielen Lizzie und ich zu zweit. Wir haben niemanden Drittes dabei, keiner will mit uns Zombies schlachten. Wir haben aber auch niemanden gefragt. Oh Gott, ist das laut. Was habe ich denn hier für eine Errungenschaft? Gartenzwerg allein zu Haus? Ja, anscheinend hast du einen Gartenzwerg geklaut. Und die Lobby war gerade super leise. Ich muss das eben einstellen. I'll give you something to cry about, Francis. Ja, das hat man davon, wenn man meint, alles besser zu wissen. Ich muss auch gerade mal einstellen, das ist ganz schön laut. So, ich hoffe, das funktioniert. Wir testen es einfach mal aus und wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir das hier das Ganze einfach nochmal spielen. Das ist dann blöd gelaufen, aber das wird schon werden. Oh nein, das wollte ich nicht. Verdammt. So, das nehmen wir uns und Lizzie hat sich natürlich die Nahkampfwaffe gesnackt. Ja, die wollte ich ja eigentlich nicht. Warte, wie schmeiße ich die denn nochmal weg? Ja, du musst die Pistole wieder aufsammeln. Ja, ich habe eine andere. Die irgendjemand anderes jetzt hat. Toll. Tja, schwierig. Aber kann ich nicht irgendwie... Nein, also zu lange her. Und das war die erste... Okay, ich war irgendwie irritiert gerade eben. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das hier die erste Map ist. Können wir? Ja, wir können. Oder willst du dich noch umgucken? Nö, wir können. Zusammenbleiben. First Blood! So, okay, Nummer 1 ist tot. Hallo Freunde. Ja, so, also ja. Wir werden hier heute sehr viel Schnitzel haben, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, wir werden einige Zombies töten. Zumindest Zombies töten? Ja, zumindest vermute ich das ganz stark. Eine Rohrbombe haben wir hier drin. Und haben wir hier unten. Ja. Okay, was sein muss, ich höre dich. Eigentlich so gut wie gar nicht. Ja, ja, Smoker, ich hab dich gesehen. Und ein Jockey ist auch noch hier in der Nähe. Ja, der ist hier. Hilfe! Momento! Hab ihn. Dankeschön. Smoker kommt sicher auch gleich wieder. Ich muss mich mal gerade hier hinstellen und das nochmal leiser machen. Es ist viel zu laut. Ja, mach also, leiser. Mach ruhig leiser. Oh, da ist aber Lizzie neidisch. Oh, wenn sie das sieht, wird sie mich hassen. Man muss dazu sagen, ich habe das Spiel jetzt schon um 5%. Ich weiß nicht, wie laut ich es habe. Aber es ist fürchterlich laut. Ja, ich gehe mal davon aus, dass es bei mir auch fürchterlich laut sein wird und dass man gar nichts hört. Hier. Ja, aber was soll ich denn mit dieser ganz normalen Pistole? Nein, hier. Der Schläger. Ach, das bist ja gar nicht du. Ich brauche den Schläger nicht. Ich habe einen Katana gefunden. Ach so, ja, das weiß ich doch nicht. Erinnerst du dich, wie ich gerade sagte, oh, da wird Lizzie aber neidisch sein? Erinnerst du dich daran, dass ich einfach gar nichts gehört habe? Nein. Ja, gut. So, aber Schnutzen gibt's hier. Ja, Gegner also, zurückstoßen. Was kann man zu Left 4 Dead sagen? Es ist eigentlich schon ein ziemlich altes Spiel. Jupp, und vor allem diese Kampagne, weil das hier Left 4 Dead 1 ist. Ja, und ich werde gesmokert. Oh nein. Nein, böser Smoker. Böser Smoker. Ja, du hast ihn natürlich. Na klar, ich habe ihm mit der Katana den Kopf abgehauen. Natürlich habe ich ihn gesmoked. Nein, ich hab ihn gesmoked. Also, er hat uns gesmoked, aber... Wenn ihn einer gekillt hat, dann wahrscheinlich eher der mit dem Katana. So, die Leute mit Katana sind cool. Bitte. Was? Grabbing an extra pistol. Was haben wir hier so drin? Nix. Okay. Oh. Ah, hier ist okay. Eine taktische Schrotflinte. Ja, das ist fein. Taktische Schrotflinten gefallen mir. Also nochmal zur Erklärung von Left 4 Dead. Wie gesagt, eigentlich sehr altes Spiel, aber eins, was uns, glaube ich, auf ewig begleitet hat.
Ja, doch schon. Immer wenn mal wieder, wenn man mal wieder irgendwie nichts zu tun hat oder so, dann haben wir Left 4 Dead gespielt. Schatzi, bist du bereit? Warte, ich will noch auf mein Schiff. Haben wir hier irgendwo ein Boomerbeil? Hast du irgendwas? Du hast eine Rohrbombe. Ja, Moment, ich hab... Ich guck mal, ob es hier irgendwo ein Boomerbeil gibt. Hi, Louis. Gut, ich treffe heute mal wieder gar nicht. Hier ist eine Basie, auch nicht schlecht, aber ein Boomerbeil haben wir hier nicht. Ja gut, dann führt da wohl kein Weg dran vorbei, dass wir uns einfach so gegen den Tank wehren. Ja. Ja, wie man schon sehen konnte, gibt es hier verschiedene Gegnertypen. Unter anderem den Jockey, der auf Lizzie saß, den Smoker, der Lizzie an der Krawatte hatte, oder aber auch den Tank, der hier eben mal meint, rauskommen zu müssen. Ja, ja. So. Oh nein, böse. Au, Jockey! Aua! Danke! Keine Muni mehr! Danke, tot! Sehr gut! Hast trotzdem keine Muni mehr! So! Aua! Ja. Wo ist eigentlich der Jockey hin? Tot! Okay, dann ist gut! Hau ab hier! Boah, ich bin halt voll ins Kreuzfeuer geraten! Aua! Ja, ich weiß. Ja, natürlich kommt da ein Charger. Charger, auch noch. Willst du mich eigentlich verarschen? Irgendeiner meinte gerade, mich heilen zu müssen, sodass ich mich nicht mehr bewegen kann und ich voll in den Charger gelandet bin. Ich glaube, das ist Francis, der stand nämlich hinter dir. Ey, es ist scheißegal, wer es war, aber irgendeiner hat scheinbar was persönlich. Oh, hier ist ein Boomer, hinter, man hört's. Na komm. Guck mal kurz mich an, bin schon. So, Moment. Ich werde erstmal von Louis geheilt, obwohl ich darauf keinen Bock habe. Lass mich in Frieden! Ich muss noch nicht geheilt werden! Oh, hier oben mal ein Paddel. Ich glaube, hier gibt es einen Hunter irgendwo. Hier ist, glaube ich, auch irgendwo eine Witch, kann das sein? Ne, ich höre noch nichts, ich höre es nur. Oh, nee, nein, weil hier öfter mal irgendwo ein Spawn ist. Oh! Oh, da ist der Hunter! Oh, und der Boomer ist über. Und da ist ein Smoker, ein Spitty. Stimmt, die hatten wir auch schon, den Spitty hatten wir auch schon gesehen. Genau, genau. Also, das Spiel hat ein wenig Story. Nicht so viel, um ehrlich zu sein. Ja, wir werden mehr ballern als Story machen. Aber ich finde, das kann man gut nutzen, um ein bisschen zu quatschen. Hallo? Rennt der mich einfach um? So, Boomerbeil haben wir. Ja, also irgendwie werden wir uns sicher schon zu helfen wissen. Ja, ja, würde ich auch so sagen. Vor allen Dingen, manche Kampagnen, da hat man sowieso ein paar mehr Probleme. So. Das ist ja jetzt hier auch der Anfang, also. Genau. Sollte jetzt nicht so heavy sein. Wobei, ich finde, das Ende der ersten Map hier ist eins der schwierigsten, was es gibt. Ja, Louis, ist klar. Ich hab. Was man zu diesem Spiel auch noch sagen muss: Die NPCs kriegen sowieso jeden Kill. Ja, die man selbst nicht kriegt. Die NPCs kriegen jeden Kill, die sind MVP, sonst was. Die machen kein Friendly Fire. Wenn ich auf Lizzie schießen würde oder auf einen der NPCs, dann würden die sofort Damage kriegen. Deswegen also eigentlich je mehr NPCs, desto einfacher wird das Spiel. Deswegen im Singleplayer ist es meiner Meinung nach auch viel einfacher. Aua! Oh, aua! Junge, habe ich gar nicht gesehen. Der kommt auf einmal in mich reingerannt. Ja, und ein Jockey sitzt halt hier noch irgendwo. Also ich habe seine... Das war ja, ich, sorry. Ja, genau. Ach so, ja, dann... Ja, ja, das ist gar kein Jockey. Jockey. Sorry, ich nehme zurück. Jockey... Oh, Francis. Alter, ich werde von jedem geheilt. Von jedem. Nö, von mir nicht. Aber meinst du, meinst du, ich krieg den Jockey tot? Nein, natürlich nicht. Ich bin, glaube ich, gerade in die falsche Richtung gelaufen.
Weiß nicht, ich glaube, du bist in der richtigen Richtung. Du darfst nur nicht runterhüpfen. Nö, wieso denn? Ich konnte hier nach oben klettern. Ja, oh, du bist da. Und Adrenaline. Smoker? Wer wo ist Smoker? Also einen Smoker habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Ich meine, einen habe ich schon gekillt, aber... Smoky! Oh! Hier ist irgendwo ein Hunty. Ja, den höre ich auch. Oh, da ist er! Und Smoker! Natürlich hat Louis den getötet. Nein! Ach, na klar! Oh. Aha! Smoker! Wow, wie habe ich den denn gekillt? Ja, das war die Mio. So, das war meine Waffe. Also, ja, meine auch gerade, genau in dem Augenblick. Oh, hier ist der Raum, falls wir... Ja, wir müssen eigentlich nur da unten rein. Das war eigentlich komplett schwachsinnig, dass wir die ganze Zeit da oben rumgerannt sind. Na gut, gehen wir mal rein. Machen wir einfach die Tür zu, lassen die anderen draußen. Zack. Tschüss, Leute. So. Nein. Ach komm, Schatz. Lass es. Die stehen in der Tür. Was kann ich dafür? Sie nicht immer wieder zumachen. Aber, nein. Ja, also ich würde sagen, das ist bei mir nicht so gut gelaufen. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Außer mit dem Tank da. Ja, der Tank war sowieso interessant. Ich würde trotzdem sagen, dass wir mal eine ganz kurze Pause machen. Wenn alles gut ist, sehen wir uns gleich wieder. Wenn nicht alles gut ist, werdet ihr das hier niemals sehen. Okay. Bis denn. Bis gleich. So. Alle Dude. Dementsprechend machen wir weiter. Aber ich muss vorher auf die Uhr gucken. So. Hallöchen. Ja, Lizzie hat gerade alle Wände vorgelesen. Ja, alle Wände vorgelesen und die Hälfte davon noch, während ich gerade die Folge kontrolliert habe. Und das war nicht so praktisch. Doch, so macht man das. Genau so und nicht anders. So. Oh, ich hab hier noch einen Katana. Was? Katana? Wo? Hier in der Ecke. Oh, jetzt geht's ab. Also, eigentlich sind alle Nahkampfwaffen in Left 4 Dead gleich. Muss man dazu sagen. Eigentlich sind alle gleich. Aber irgendwie fühlen sich das Katana und die Machete unserer Meinung nach trotzdem viel besser an als alles andere. Dankeschön, Francis. Jockey. Irgendwo ist ein Jockey, ja, der rennt um mich rum. Ja, irgendwo ist auch ein Smokel. Der Jockey rennt um mich rum, der denkt, der wäre ganz dumm. Du rennst aber auch gerade schon wieder vor, ne? Nein. Überhaupt nicht. Oh, eine Witchy Bitch. Ja, ich hab's gehört. Da ist sie. Da sitzt sie. Hallo. Du willst doch, ich kenn dich doch. Aber bevor du da irgendwas machst, sag mir Bescheid. Sie sitzt im Wasser, das ist doof. Ich weiß nicht, ob Left 4 Dead so klug ist, um zu sagen, da ist Wasser. Und Molly funktioniert nicht. Down. Ach, ich liebe sie. Sie ist toll. So. Hier, wo rennen die denn alle hin? Weiß ich nicht. Die suchen dich. Nee, die haben diese. Ich hab. Du hast einen Molly und ich hab einen Boomerbeil auf die alte geworfen. Hier ist noch ein Katana. Und eine Sniper, falls man die braucht. Nee, das ist ein Scheiß-Sniper. Wie die Leichen da treiben. Aber auf dem du hast noch kein Adrenalin. Nimm mal hier die. Oh, hier. Hat er! Hat er! Nimm dir trotzdem mal die Pillen mit, die da drin sind. Ja. Das werde ich mal tun. Da. Also gerade hüpft mich hier aber auch alles so. Sagt sie zu dem Typen, den alles anhüpft. Ja, genau aus dem Grund. So, okay. Dann wollen wir doch mal weiter gucken, ne? Mhm. Zum Bomatenten. Also ich glaube, wir haben hier... Alter, bist du lebensmüde? Ja. Also Lizzie wollte mich gerade in die Luft sprengen. Wollte ich das? Würde ich niemals tun. Da ist die Nummer auf der anderen Seite. Nein,
Gut, dann scheinbar nicht. Scheinbar habe ich mich getäuscht. Hier gab es wohl nie einen Boomer. Hier gibt es nie Boomer. Du bist auch so ein Mist. Hier ist noch ein, genau, der da. Ja, der. Oh Gott, nicht schon wieder! Aua! Das Witzigste an Left 4 Dead, meiner Meinung nach, ist. Oder zumindest eine der witzigen kleinen Details. Warte mal, wo war das Licht denn nochmal? F. F. Ah, danke schön. Für Flaschenlampe. Ja, genau, Flaschenlampe. Eine der witzigsten Kleinigkeiten in Left 4 Dead, falls ihr das nicht kennt, ist, dass dieses Spiel alles mitzählt, was passiert. Und am Ende der Map bekommen wir eine schöne Auswertung von dem, was wir gemacht haben. Das ist jedes Mal wunderbar. Ja, es ist immer witzig. Vor allen Dingen, ganz am Ende wird dann zum Beispiel erzählt, wie viele Zombies insgesamt gestorben sind. Genau, wie hoch die Trefferquote war, wie hoch die Headshot-Quote war, wie viele Zombies gestorben sind, wer wie viele Spezialzombies gekillt hat, Nahkampfkills und so weiter und so fort. Wer wie viele Items eingesetzt hat. Ja, war klar. Irgendwie habe ich aber auch kein Talent, was das angeht. Ach, wie gesagt, nicht nur du. Da draußen sitzt ein Tank. Du hast dir den Molly doch mitgenommen, ne? Schmeißt du den... Shrek sitzt bei mir da. Was ihr wissen müsst, ich habe ganz viele Mods drauf. Und bei mir ist der Tank ein Shrek. Schmeißt du den Molly drauf? Gerade nicht. Okay, dann nicht. Da im Schrank ist ein... Das. Oh ja. Gut. Hier ist irgendwo noch ein Smoker, den habe ich gehört. Ja, den habe ich auch gehört. Der hat bei mir ja eine bestimmte Stimme. Ja. Und dadurch hört man ihn immer schneller als normal. Hab ihn. Oh, hier ist auch noch ein Hunter, der kommt hier wieder rein. So, noch eine normale Pistole. Sag mal, was ist eigentlich, warum habe ich denn eigentlich kein Käsekuchen mehr? Kein Käsekuchen? Ja, warum? Warum hast du denn deinen Käsekuchen mitgenommen? Nee, warum habe ich denn eigentlich kein Medikit mehr? Stand noch ein Medikit rum? Ja, ein stand noch rum. Aber ich weiß nicht, ob du dann einfach gewonnen bist. Ja, scheinbar. Ich war ja ich war kurzzeitig AFK, dadurch, dass ich. Die Folge nachgeschaut habe. Und deswegen wurde ich auf inaktiv gesetzt. Und das ist dann nicht immer ganz so einfach, weil dann die Charaktere, wenn die von irgendwem übernommen werden, ganz komische Sachen tun. Ich hatte kurzzeitig auch keinen Katana mehr, aber das war zum Glück noch da. Ja, die schmeißen dann größtenteils immer alles weg, was man irgendwo in der Tasche hat. Ja. Ah, hauptsächlich Nahkampfwaffen, weil FPPs keine Nahkampfwaffen benutzen. So, ich hab jetzt die Schnauze voll von euch. Ich wollte den. So, ich lade jetzt erstmal nach. So, Louis, hier. Yeah. Bitteschön. Thanks a lot. You're welcome, mate. Hallo. So, die nehmen wir mit. Gummi. Oh, hier sind... Oh. Ich wollte jetzt sagen, da sind Splitter. Ah, hab ich schon. Was wollte ich denn jetzt sagen? Oh, da war ein Smoker? Ja. Das war aber trotzdem nicht das, was ich sagen wollte. Mann, was wollte ich denn sagen? Ich bin verwirrt. Ich weiß es auch nicht. Feuer! Benzin. Kanister. Oh, Auto! Upsi! Jemand hat die Leiter aufgeschnitten. Nein! Ach, ich mach sowas doch nicht. Nein? Nein. Hey! Rennt nicht vor mir weg, ihr blöden Zombies. Da haben wir schon wieder eine Magnum. Das war's schon mit dem Incoming? Das ist ja peinlich. Das war ich nicht hier. Los, und rüber. Nee, die kommen erst alle jetzt noch. Hier sind Film. Ja, nehme ich mir gleich mit.
Ja, meine Freunde. Hallo. Ah, ich glaube, Louis hat die Pillen schon mitgenommen. Hier fliegt eine Motte. Ja, aber da waren ganz viele drin. Also, ich meine, da waren drei Stück drin. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo du bist, ne? Wo du da reingeguckt hast. Ich renne hier mit rum. Wo du da reingeguckt hast, wo die Pillen gewesen sind. Hier sollen. Oben drauf. Panzer. Oh, Louis, natürlich Louis. Da oben drauf? Ich hier. Ah, ja, dann. Und hier ist auch ein Feufeu. Ah, ja, stimmt. Ich habe meine Pipebomb hier aufgegeben. Ah, oh, Splitter. Nee, jetzt rennt er doch. Splitterbär. Scheiße, ernsthaft? Jetzt bin ich da runtergefallen? Wo bist du runtergefallen? Nur da ganz knapp in das Wasser rein. Ja, es ist im Wasser. Das Reloading. Haben wir doch gelesen. Oh, Mann, ey. Nein, ich lass mich nicht heilen. Ich würde sagen, Inkarnate. Ja, deswegen, wir müssen schnell aufs Schiff und uns dann lieber dort verteidigen. Das hat meistens mehr Vorteile als alles andere. Mein Charakter ist irgendwie zu groß. Ich bleib hier die ganze Zeit stecken. Ach du Scheibenkleister. So. Ich lade das Reh. Reloading. Oh, Jockey. So. Irgendwo. Okay, du hast keine Ahnung, wo. Gut. Ach, hinter dir. Ja, das sieht man auch erwischt. War ja zu klar. Hört auf hier, ihr alten Kanalratten. Ja, ihr Kanalratten hier. Hunter? Kommt von unten. Wo? Hier von unten. Wo seid ihr denn? Oh, da ist er. Am Ende des Schiffes, da wo wir runter müssen. Wir müssen da nicht. Doch, wir müssen hier runter. Und da sitzt auch der Hunter hier. Der wird die ganze Zeit vom Schiff abgebildet. Aua! Ich bin ihm entgegengehüpft. Was haben wir da für Waffen? Ich meine, die M16 ist zwar schon gut. Francis, geh aus dem Weg. Ah, die taktische Schrot. Die taktische Schrot ist halt auch gut. Oh, hier ist irgendwann ein Smoker. Ja, ja, der kommt von hinter uns. Ich würde mich nicht wundern, wenn gleich Francis oder Louis den am Arsch haben. Ei, Alter. Oh, hier ist wieder irgendwo eine Witch. Lass mal Lampe aus, dass wir die gezielt ausschalten können. War klar, Louis, ne? Nimm mal. Ich hab da was mitgebracht. Ja, das ist gut. Oh, Boomer. Ich verzieh mich mal in die Ecke. So, ja. Ah ja, natürlich. Oh. Ah ja, klar. Ach, die sitzt hier direkt unten. Die sitzt hier direkt unten neben dem Truck. Da kommt noch ein Charger. Aber auf den Truck habe ich ja das Da Ding kommt noch ein Charger, müssen. Vorsicht. Ich bin gleich flach. Wow, das ging gut. Hinter dir, Hunter. Oh, Louis. Na gut. Louis ist ein Hunter? Nee, Louis hatte den Hunter auf sich. Ich werde doch sicher gleich wieder von... Ach nee, kann ich ja gar nicht. Ich habe keine Muni mehr. Hier ist Angst. Wie, was soll ich denn damit? Ja, ich freue mich auch. Warum sagst du mir sowas? Ah, weil ich Muni brauche. Safe Room. Oh, Muni. Ja, wir sind doch hier. Hier ist das Safe Room. Gucke. Oh, dort ist Muni. Ja, der ist doch da. Da drin gibt's doch immer Muni. Oh, Muni. Double time it into the Safe Room, people. Muni. Warte, wollte ich gerade sagen. Tja. Ja, ich würde sagen. Da haben wir
das sieht gut aus, das sieht gut aus. Boah, wie viel Tankschaden du gemacht hast. Ja, ich hatte eine volle M16, die ich da reingehauen habe. Eieieiei. Das sah auch gut aus, aber ich glaube, da ging der Explosionsschaden auch auf mein Konto. Zumindest bei der zweiten. Ja, ich wollte nämlich eigentlich sagen, warte, ich heile mich mal eben schnell, damit ich mir das zweite Ding noch mitnehmen kann, weil so kann es jetzt sein, dass das irgendjemand anders mitnimmt. Aber scheinbar nicht. Ja, gut. Nee, wäre nämlich meins gewesen. Ach so, ja gut. Nee, alles gut, nimm. So. Mhm. Shit, Francis. When we get there, I got your back. Mhm. Stupid island. Punk island. Dumbass island. Shit. Könnt ihr euch bitte nicht so... Punk-ass island, bitch. Better watch yourself once, Francis. Halte die Fresse, ich will abmoderieren. Damn right. Immer diese Zickerei hier. Meine Güte. So, Leute. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge Dead Island. Left 4 Dead wieder. Dead Island war einmal. Und ja. Kommt wieder. Aber nur der zweite Teil. Ja, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge Left 4 Dead wieder und dann schauen wir mal, wie gut wir uns anstellen werden, wenn es jetzt aufs Ende der Kampagne zugeht. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Dead Island. Ich glaube auch, wir sind schon im letzten Kapitel. Wir haben immer noch nicht Dead Island, wir spielen immer noch Left 4 Dead. Ja, lass mich doch in Ruhe, dann mach du doch die Anmoderation. Mecker, mecker. Und willkommen bei Left 4 Dead, meine lieben Freunde. Ich glaube, wir sind schon im letzten Abschnitt, ne? Wenn ich mir das so angucke. Ja, ich glaube schon. Hatte das Ding hier nur 3 Abschnitte? Okay. Okay, dann brauchen wir jetzt die nötige Vorbereitung. Oh ja, hier ist Vorbereitung sehr wichtig. So, wir müssen hier nämlich ein paar Generatoren anschmeißen und die müssen wir dafür, wie sollte es anders sein, mit Benzin versehen. Nee, stimmt gar nicht. Müssen wir gar nicht. Nee, Benzin war der zweite Teil. Wir müssen nur die Generatoren anmachen. Und dafür ist es am klügsten, wenn wir uns erstmal die am weitesten entfernten Generatoren schnappen. Ja. Und die dann gleichzeitig anmachen. Ja, ist korrekt. Also ich habe hier Francis dabei. Ich hoffe, der verteidigt mich. Du hast sogar beide dabei. Oh, tut mir leid. Nee, alles gut. Gut, wir kommen dann zurück. Nein, komm nicht zurück. Bleib da. Bleib da, ich bin doch schon bei meinem Generator. Ja. Bist du soweit? Ja, wir haben schon an. Ach so, sag das doch. Ja, und Jockey, ich bin gleich tot. Wie kommt zu dir? Bis dahin liege ich auf dem Boden. Doch nicht. Ui. Aber ich hätte mir das Medkit komplett sparen können, was ich vorhin eingeworfen habe. Ich dachte, du sagst Bescheid, wenn du das machst, dass wir Sachen machen können. 1, 2, 3 und los und dann hast du nicht gesehen. Ich war halt schon da, ne? Ja! Mann! Das übrigens zu dem, wir müssen uns gut absprechen, ne? Ja. Hat gut geklappt. Vor allem ist der Tank bei mir. Mach's hier gut, Leben. Einer. Ach, wir haben 2. Ja, das ist ja fein. Supi. Ich wollte schon immer mal 2 Tanks haben. Nein, geh weg, Tank. Der erste ist down. Der ist auch tot. Ja, das ist doch der erste. Ach so. Den zweiten haben wir hier noch. Oh, no. Der war ist auch down. Alter. Ich muss mich mal eben healen. Ja, same. Ah, natürlich. Claro. Ich heal mich und werd angekotzt. Du kotzt mich an und ich liege. Ich hätte mir das Healen komplett sparen können. Ja. Hat nicht. Ist das sinnlos? Ist das sinnlos? Heben die anderen nicht denn gerade auf? Ja, haben sie. Gut. Mann, ich will doch nur noch mal nachladen und mal ein Verbandszeug holen. Lasst mich in Ruhe! Ja, hier ist ja noch extra Verbandszeug. Cover me. Aua! Natürlich! Oh. Natürlich! Wo? Oh, wie? Der kam vom Dach. Keiner hilft mir.
Rechtsklick. Das Problem war, ich war gerade am Nachladen. Ohne Nachladen wäre es nicht gegangen. Hunter! Ich bin nicht so schnell, sorry. Komm trotzdem, Tank. Ja, dann wird das ein bisschen Spaß. Ja, das überleben wir nicht. Tank dabei, einerlei. Noch eine Errungenschaft. Schön. Hast du den Molly geworfen? Möglich? Du hast mich angezündet und Francis auch. Sorry. Aber den Tank auch. Yay. So. Smoker. Und ich bin gleich tot, wenn ich noch einmal drauf gehe. Sie kommen auf deiner Seite. Ich bin schon grau, ich lieg gleich. Auf mich könnt ihr euch gleich nicht mehr verlassen. So, irgendwie konnte ich gerade nicht klettern. Das war super. So, denk dran, du musst gleich nach oben gucken. Also, du bist ja schon oben. Warum sage ich sowas überhaupt? So, Louis heilt mich. Ich werde dann schnell rennen. Du willst rennen? Ja, ich habe doch gerade gesagt, Louis heilt mich. Ich renne dann schnell. Okay. Ich muss nur diese Hunter weg. Danke übrigens. Hunter! Ja, das war's. Ich. Oh nein! Na, wir sind tot. Was ist denn mit dir gerade passiert? Ich wurde über die Brüstung geschubst und dann war ich aber. Ich war halt noch nicht unten, ich wurde ja festgehalten und wieder hochgeholt, aber anscheinend zählte das, als wir haben es nicht geschafft. Ja, aber. So, Schatzi, kannst du mir einen Gefallen tun? Was denn? Starte den Generator nicht ohne Absprache. Ich hab doch gesagt, ich bin da. Ja, da, aber da heißt für mich nicht anmachen. Bitte warte, bis wir abzählen. Ich hab nämlich das Gefühl, der Jockey ist nur deswegen gespawnt. Vorher hat man den nämlich nicht mal gehört. Oh nein! Will doch mal Molly. So, das passiert übrigens, wenn man scheitert. Man muss vom letzten Savepoint wieder anfangen. Aber so schlimm ist das ja nicht. Nee, aber da wir es fast geschafft haben. Aber ich muss sagen, es gibt eine Map, wo ich das echt schlimm finde. Da geht mir das voll auf den Hals. Ich muss sagen, ich finde, das ist hier eine der schlimmsten. Nicht in den Teil hier, aber im nächsten. Weil auf der Map wird man später nochmal sein. Mhm. Bist du da? Also, ich könnte jetzt anmachen. Ja, dann. 3, 2, 1. If we power these generators, we can raise that bridge. Sehr gut. So, dann wieder zurück. Jupp. Aua, Jockey! Au! Ich habe aber auch ein Glück mit denen. Komm mal drauf, ich hoffe, ich treffe. Nicht so wirklich. Ah, jetzt. Hat trotzdem lange gedauert. Ja. Zu lange für meinen Geschmack. Ja, kannst du nichts machen. Oh, aber manchmal einfach nichts machen. Wo kommt der Tank? Wir haben jetzt keine Zeit, Louis! Hier hinten! Mann, Louis! Oh! Splitter. Splitter ohne L. Für mich ist das ein Splitter. Der Splitter drum. Ja, der ist down. Aber es kommt noch einer, glaube ich. Oder war das gerade nur Pech, dass wir zwei auf einmal hatten? Nee, eigentlich müsste noch einer kommen. Weapons here. Smoker. Wo man die Gegner machen konnte? Bitte? Ich glaube, das ist nicht die Map. Hier ist wieder irgendwo ein Jockey. Doch. Na
Schnauze ist bitter. Reloading. Nicht schon wieder auf mich! Oh no. Aua. Hallo. Was ist denn das hier? Wollen die denn immer alle Kuppel nehmen? So, ich Molly mitnehmen. Tanky. Tanky? Ja, ich hör's nur. Ich seh ihn noch nicht. Da ist er. Im Haus. Bei der Jukebox. Aua! Mann! Boomer auch noch, ey. Voll, der hat mich jetzt. Keine Ahnung. Aua! Du hast mich angezündet. Ja, ich wollte endlich den Tank anzünden. Das Problem war, ich wurde angekotzt. Ich hab nicht mehr wirklich was gesehen. Aber er scheint tot zu sein. Ich werde schon wieder geheilt. Du scheinbar auch, wie ich das gesehen habe, oder hast du dich selber geheilt? Ich habe mich selbst geheilt, aber Hunter sitzt auf mir. Natürlich, also. Louis. Nimm dir das andere Medkit noch mit, da liegt noch eins. Oh nein, das wollte ich nicht, ich habe dir voll getroffen. Tanky! Tanky? Ach, von da. Da hinten. Warte, nicht so nah dran. Ich hab da was. Ja, ich auch. Oh, boah, der hat mich mit dem Auto abgeschmissen. Was ein Drecksack. Ja, kein Problem. Okay, ihr seid alle unten. Ja, wir sind, glaube ich, alle unten. Ja, bleib am besten stehen. Du stehst noch. Na klar stehst du noch. Also ich meine, ich freue mich, aber... Ja, heb einen auf. Oh Gott, das war jetzt aber auch ein Kampf. Und bitte heb einer mich auf. Ich bin so tot. Louis! Oh nein, jetzt smokert er mich hier. Louis wird im Himmel. So, ich gehe erstmal auf die Brücke und heile mich da. Auf die Brücke. Na komm, die anderen jetzt. Und heile mich da. Spitters down. So, hinter dir kommt was her. Hinter mir? Ich bin schon oben. Ja, da war... Scheiße. Oh. Ich bin nicht in der Welt runtergefallen. Weil du die Maus nach unten genommen hast. Das ist mir vorhin auch passiert. Okay, also soll ich anmachen? Ja, mach an. Jockey. Der Jockey muss down. Ist der Jockey nicht da? Okay, der Jockey ist down. Ja, aber das muss gar nicht. Macht's gut, Leute! Ich hab euch lieb! Wir haben dich lieb! Ich glaube, Louis ist gestorben und ich habe mich geopfert. Ja. Der arme Louis! Dum, dum, dum. So, Leute, wir haben es geschafft. Ich glaube, ich schneide das doch noch zusammen. So, guck mal, da haben wir es. 40 Minuten für die Kampagne, wir mussten einmal neu starten. Ich bin zweimal gestorben. Warum ist Francis gar nicht gestorben? Das ergibt keinen Sinn. 5 Health Packs, 3 Schmerzmittel, 2 Adrenalin, keine Defibrillatoren, 4 Rohrbomben, 7 Mollys hat Lizzie geschmissen. Ja. 164 Nahkampf, 6 Hunter, 7 Boomer, 6 Smoker. Francis hat 5 Charger, natürlich Francis. 7 Jockeys, 3 Splitter. Ein Smoker gekriegt, ja. Schon klar. Ach. Mhm. 36 besondere Infizierte. Heftig. Ja. Aber ich habe auch dreifach so viel Damage erlitten wie ihr anderen. Genauigkeit. Ja, darüber reden wir einfach nicht, ne? War gar nicht mal so schlecht mit 27%. Gar nicht mal so schlecht. 1203 Zombies haben wir gekillt in der Kampagne. Das ist doch supi. Gut, Freunde. Ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Kampagne wieder. Jo.
Tschüss. Ciao.